IHK, was geht? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IHK, was geht? Heute habe ich für euch einen IHK-Experten am Start. Er wird uns darüber aufklären, was es mit der Ausbildungsbegleitung bei der IHK Reutlingen auf sich hat. Hi Jan. Hi Julia. Erzähl doch mal, was hat es mit der Ausbildungsbegleitung auf sich? Die Ausbildungsbegleitung ist der Anker für all diejenigen, die Probleme in der Ausbildung haben, sei es im privaten Bereich, sei es aber auch im Betrieb, vielleicht aber auch in der Berufsschule. Und da werde ich als Ausbildungsbegleiter dann aktiv, um solche Probleme anzugehen. Kannst du uns ein Beispiel nennen, wie ihr jemandem geholfen habt? Ja, klar habe ich ein Beispiel. Wir hatten erst letztens den Fall, dass der Ausbilder und der Auszubildende einfach nicht genügend miteinander gesprochen haben. Da gab es einfach Problemchen in der Kommunikation. Das hat sich dann über die Zeit zu Problemen entwickelt. Und um das Ganze zu lösen, haben wir uns gemeinsam an einen Tisch gesetzt und haben uns mal ausgesprochen, haben dafür gesorgt, dass die Kommunikation wieder besser ist. Und seither läuft das Ganze wieder in geordneten Bahnen. Und darum ist Kommunikation so wichtig. Und Reden hilft wirklich. Das stimmt, das ist eine wichtige Botschaft. Was möchtest du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben? Ihr seid nicht allein. Ihr erhaltet auf jeden Fall Unterstützung. Kostenlose und sehr diskrete Unterstützung. Bitte meldet euch einfach, wenn irgendwelche Probleme an den Tag kommen sollten und dann helfen wir euch. Und als letzten Tipp noch, meldet euch am besten so früh wie möglich, weil dann können wir Problemchen ausmerzen, bevor es Probleme werden. Unsere Hilfe zahlt sich für euch aus. Falls jemand Unterstützung braucht, wie kann er dich erreichen? Ihr erreicht mich telefonisch oder per Mail. Und falls ihr euch vorab schon mal ein paar Infos einholen wollt, dann könnt ihr euch gerne auch schon mal über die Webseite der IHK einlesen. Auch dort findet ihr schon mal viele wertvolle Informationen vorab. Bis zum nächsten Mal bei IHK. Was geht? Das geht. Tschüss.